Hi meine lieben Grümel und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem wunderbaren Kanal. Und heute gibt es was ganz Besonderes. Ich habe nämlich die Ehre, euch heute etwas ganz Exklusives zu präsentieren, zu zeigen, zu demonstrieren. Etwas, was noch gar nicht draußen ist und erst in den Kickstarter kommt. Vor ein paar Wochen durfte ich euch bereits das Memory Battle Spiel 30 Monsters von Twisted Strangers vorstellen. Falls ihr dieses Video jetzt noch nicht gesehen habt, drückt am besten jetzt Pause, weil dieses Video baut auf dem anderen Video auf und schaut es euch einfach vorher an, damit ihr auch alles versteht. Denn ich darf euch heute die Erweiterung von 30 Monsters vorstellen, und zwar 30 Monster Armed to the Teeth. Armed to the Teeth, zu Deutsch, bis auf die Zähne bewaffnet, erscheint ab dem 6.10. im Kickstarter, kann da von euch erworben werden. Und wenn sich jetzt der ein oder andere fragt, ist das jetzt sinnvoll? Jetzt schon eine Erweiterung? Was bringt ihr mir überhaupt? Kann das überhaupt geil werden? Ja, definitiv. Denn die Erweiterung bringt uns nicht nur ein neues Element, sondern auch tatsächlich Waffen, Unrüstungen und sogar die Möglichkeit, das 13. Monster nach der Supernova wiederzubeleben. Aber ich würde sagen, wir schauen uns erstmal den Inhalt dieser wundervollen Box an, weil die hat ein paar schöne Überraschungen für uns. Die Box bringt uns nämlich insgesamt 3 neue Monster mit dem neuen Element Metall und das in Form von 9 Monsterplättchen. Und um eure Monster auch wirklich bis an die Zähne zu bewaffnen, bietet uns das Spiel 15 Rüstungsplättchen und 10 Waffenplättchen. Als Zusatz bringt das Spiel 5 neue Spezialwürfe, dazu kommen wir später mehr, und dieses Mal sogar Haltbarkeitstoken für eure Rüstungen und Waffen. Als kleines optisches Goodie bringt das Spiel auch Trall als Miniatur. Das hat mich tatsächlich wahnsinnig gefreut. Ich hätte am liebsten diesen kleinen Prototyp abgeschliffen und bemalt mit euch im Stream. Ich habe da richtig Bock drauf. Ist aber auch nur ein Prototyp, also ich darf das Spiel tatsächlich auch nicht behalten. Es ist wirklich nur in ganz, ganz kleiner Stückzahl so produziert worden, dass man euch das vorstellen kann. Und ich bin super happy, dass ich das machen darf. Das Ding hier hat aber nicht nur einen rein optischen Nutzen. Dazu kommen wir gleich, weil dieser kleine Trall hier als Miniatur ist ziemlich bedeutsam für das Spiel. Um die Erweiterung spielen zu können, braucht ihr definitiv das Grundspiel. Falls ihr mein Video dazu noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das direkt oben, der erste Link unten in der Infobox. Die Erweiterung des Spiels bringt uns keine neuen Ziele. Auch der Aufbau des Spiels ändert sich nicht. Ihr legt ganz normal eure Platten aus, das Logo in die Mitte, Trall erstmal oben drauf. Die neuen Plättchen werden gemischt und als Stapel neben das Feld gelegt. Daraus ergeben sich 3 Stapel, einmal Waffen, Rüstungen und die neuen Monster. Und ab dann startet das Spiel ganz normal, wie man es kennt. Wenn ihr das Spiel quasi im Schnellstartmodus anfangen wollt, also jeder quasi schon einen Mischling zur Verfügung hat, dürft ihr euch jeweils eine Karte von diesen 3 zusätzlichen Stapeln ziehen und beginnt dann quasi damit eure Runde in 30 Monsters. Sobald man ein Monster-Set, also 2 gleiche Karten von einem Monster gefunden hat, erhält man Trall. Mit Trall darf der Spieler nun in seinem Zug schmieden und sogar stehlen. Beide Aktionen sind aber nur einmal pro Zug erlaubt. Beim Schmieden dürft ihr unsere tollen schwarzen Spezialwürfe verwenden. Und je nachdem, wie viele Ambosse es anzeigt, dürft ihr bei 2 oder mehr Ambossen eine Metallmonsterkarte ziehen, bei 3 oder mehr eine Waffe und bei 4 oder mehr könnt ihr euch eine Karte vom Rüstungsstapel nehmen. Bei einem einzelnen Monsterset oder bei einem Metallmonster dürft ihr euren Monstern keine Waffen oder Rüstungen anziehen und diese kommen vorerst mal in die Waffenkammer. Dort dürft ihr bis zu 3 Sachen lagern. Und wenn ihr noch mehr zieht, müsst ihr euch eben entscheiden, welches ihr quasi rausnehmt. Und beim Stehlen dürft ihr, wie der Name schon sagt, eurem Gegner was aus seiner Waffenkammer rausstehlen. Hier kommen auch die 9 Spezialwürfe zum Zug. Hier ist es wichtig, dass ihr als Angreifer mehr Schwerter habt als euer Gegner Schilde, der ja ganz logisch verteidigt. Während eurem Zug dürft ihr diese Rüstungs- und Waffenkarten auch so oft hin und her wechseln und tauschen und aus der Waffenkammer rausnehmen und hierhin und dahin, so oft wie ihr möchtet. Und die Rüstungs- und Waffenkarten bringen nicht nur einige Vorteile beim Angriff, wozu wir später kommen, sondern selbstverständlich auch noch ein paar neue Fähigkeiten für eure Monster. Sobald ihr ein Rüstungsteil auf eurem Monster liegen habt, dürft ihr Upsi Pupsi verwenden. Wer kennt's nicht? Man denkt zu 100%, die Karte ziehe ich jetzt gleich und das wird die nächste Karte sein und dann ziehe ich die da noch und dann passt das und ich ziehe und es ist halt eben einfach nicht die Karte, die ich gedacht habe. Dann dürft ihr diese wundervolle Fähigkeit nutzen, indem ihr einfach Upsi Pupsi sagt und
die Karte wieder umdrehen und zwei neue Karten ziehen. Aber die erste Karte, die ihr zuerst aufgedeckt und dann wieder rumgedreht habt, dürft ihr in dieser Runde nicht mehr aufdecken. Die ist dann quasi raus für diese Runde. Falls ihr nun schon zwei Rüstungsteile auf eurem Monster habt, dürft ihr das Allessehende Auge verwenden. Die Fähigkeit ist quasi wie im Grundspiel Prophet und ihr dürft da zwei ganze drei Karten aufdecken. Diese Fähigkeit darf aber natürlich nicht mit Prophet oder mit Upsi Pupsi gespielt werden. Und wenn ihr jetzt so krass seid, so übertrieben krass und habt schon drei Rüstungskarten, dann habt ihr sogar die Möglichkeit, das 13. Monster wieder zu beleben. Sobald Supernova vom 13. Monster ausgespielt wird, legt dieses sich ja laut Spiel zum Schlafen. Und da euer Monster jetzt komplett ausgerüstet ist, habt ihr die Möglichkeit, dieses aufzuwecken. Dafür greift ihr quasi das 13. Monster an und da sind die Regeln genauso wie im Grundspiel. Wenn ihr dann erfolgreich wart, dürft ihr euch selbstverständlich den Kopf, Körper oder Fußteil des Monsters nehmen und zu eurer Sammlung hinzufügen. Mit dieser Aktion stehen aber die anderen Teile des Monsters wieder anderen Spielern auch zur Verfügung und können von denen angegriffen werden. Und falls man als Spieler wieder alle drei Teile des Monsters zusammenbekommt und hat das Monster vorher nicht besessen, darf man sogar auch wieder die Supernova spielen. Also hier geht eine Supernova für einen Spieler für ein Spiel. Der Angriff in der Erweiterung verhält sich genauso wie im Grundspiel, aber es bringt uns noch ein paar Besonderheiten. Wenn ihr einen Teil des Monstersets eures Gegners haben wollt, dieser hat aber bereits einen Rüstungsteil darauf gelegt, müsst ihr diesen zuerst entwaffnen. Bei dem Entwaffnen nimmt man auch wieder die Spezialwürfel und da ist es auch wieder entscheidend, wie viele Schwerter ihr im Vergleich zu den Schildern eures Gegners habt. Wenn euer Wert höher ist, dürft ihr selbstverständlich euch die Rüstung nehmen und sie eurem Monster anziehen oder in die Waffenkammer bringen. Aber hier ist Vorsicht geboten, denn selbst bei Gleichstand hat euer Gegner gewonnen und darf das Rüstungsteil von euch nehmen. Wenn ihr euren Gegner nun erfolgreich entwaffnet habt, dürft ihr nach den Regeln des Grundspiels das Set natürlich nochmal angreifen. Und neben den tollen neuen Würfeln und auch den Rüstungskarten bringt uns bis an die Zähne bewaffnet ganze drei neue Monster ins Spiel. Kleck, Stinz und Tivindia kommen mit einem neuen Element ins Spiel, und zwar Metall, und wird damit auch zum Siegtitel Meister der Elemente relevant. Metallmonster haben einen geringeren HP-Wert, was halt eben für die späteren Punktzahlen nicht ganz so toll ist, aber ihre Stärke liegt hier im Angriff. Denn bereits mit einem Metall-Mischling dürft ihr beim Angriff 5-mal würfeln und bei einem Metallungeheuer dürft ihr einen der übrig gebliebenen Würfel, die nicht die gleiche Augenanzahl hat, mit zu eurem Ergebnis dazu zählen. Und habt ihr nun ein Metall-Supermonster, also ein Monster aus allen drei gleichen Sets, dürft ihr sogar 6-mal würfeln und am Ende 2 der übrig gebliebenen Würfel mit dazu zählen. Jedoch dürft ihr euren Metallmonstern weder eine Rüstung noch Waffen anlegen. Eure anderen Monster dürft ihr selbstverständlich nach Lust und Laune mit Waffen und Schildern zuschmeißen, denn die bringen euch tatsächlich auf jeden Angriff +3. Sobald ihr euer Monster mit einem Schild oder einem Schwert ausgerüstet habt, müsst ihr 2 Haltbarkeitstoken auf diese Karten legen. Wenn ihr jetzt euer Schwert oder euer Schild im Angriff verwenden wollt, müsst ihr das laut sagen, also sagen, ich verwende jetzt bei diesem Angriff dieses Schwert oder diesen Schild und erhaltet damit dann +3 auf euren Wurf. Aber Vorsicht, wenn ihr das macht, verliert ihr bei einem Angriff 1 Haltbarkeitstoken und wenn alle Tokens weg sind, ist diese Waffe quasi nutzlos und wird wieder zurück in den jeweiligen Stapel gelegt und dieser wird dann nochmal durchgemischt. Solange ihr nur einen Mischling oder ein Ungeheuer habt, dürft ihr nur eine einzige Waffe, also ein Schwert oder ein Schild, verwenden in einer Runde. Falls ihr jetzt aber schon ein Supermonster mit 2 Waffenkarten ausgerüstet habt, dürft ihr diese zu einer Einheit verbinden. Und ich meine das jetzt ernst, man sagt laut Einheit, damit man diese 2 Sachen zusammen verbindet. Und dann habt ihr statt 3 ganze 6 Punkte bei eurem Würfelwurf dazu. Wenn ihr das aber ausspielt, werden alle Haltbarkeitstoken von diesen Waffen genommen, also beide Waffenkarten gehen wieder zurück in den Stapel. Und wenn du jetzt so krass unterwegs bist, dass die Elemente auf deinen Waffenkarten zu dem Element von deinem Monster passen, dann darfst du deinem Gegner ganz einfach ein loses Monsterset einfach stehlen. Du brauchst nicht anzugreifen oder sonst irgendwas, du darfst dir das einfach nehmen. Hier ist die einzige Regel, dass das Element deines Gegners schwächer sein muss als dein Element. Und hier gelten die ganz klassischen Regeln: Feuer stärker als Erde, Erde wiederum ist stärker als Luft, Luft stärker als Wasser und Wasser natürlich stärker als Feuer. Und der Geist ist einfach immer, der ist stärker
als alle anderen. Und hier geht leider auch das Gleiche mit den Token. Wenn ihr diese Fähigkeit verwendet, sind alle Token von euren Waffenkarten weg und ihr müsst diese wieder abgeben. Wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, bringt diese Erweiterung jetzt keine neuen Ziele, aber sie nehmen sehr starken Einfluss darauf. So geben zum Beispiel die Metallmonster am Ende, wenn alle Punkte zusammengezählt werden, um den Sieger zu analysieren, weniger Punkte als reguläre Monster. Ein Mischling gibt 7 Punkte, ein Ungeheuer 15 und ein Supermetall Monster nur 20 Punkte. Dafür geben euch die Rüstungskarten aber wiederum Pluspunkte. Wenn ihr ein komplettes, vollständiges Set an Rüstung auf eurem Monster liegen habt, gibt euch das 10 Pluspunkte. Die Erweiterung Arm to the Teeth gibt meiner Meinung nach dem Spiel nochmal so eine ganz besondere Note. Während im Grundspiel der Kampf eher Mittel zum Zweck war, ist es hier eigentlich schon fast eine strategische Option. Und ich bin jetzt froh, dass man auch zu zweit nicht nur quasi das Memory-Spiel hat, sondern noch so diesen kleinen, fiesen Touch. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bei Renz von Twisted Strangers bedanken. Er hat mir damals das Grundspiel schon zur Verfügung gestellt und sogar ein Exemplar für euch zum Verlosen, was ja an den lieben Mordmann ging, was mich sehr gefreut hat. Und ihm habe ich es jetzt auch zu verdanken, dass ich als einer der ersten Menschen weltweit wirklich dieses Spiel hier, diese Erweiterung, dieses wunderschöne Extra zu einem sehr, sehr schönen, süßen Spiel erhalten durfte. Die Erweiterung Arm to the Teeth kommt am 6.10. auf Kickstarter und sobald der Link zur Verfügung steht, packe ich den euch unten in die Infobox. Ich kann mich meiner Meinung zu dem Video, zu dem Grundspiel tatsächlich nur anschließen. Ich finde das Spiel unglaublich süß, es ist super schnell aufgebaut, es ist super schnell erklärt, man kann einfach mal eine Runde spielen und neue Leute reinbringen, man muss nicht noch stundenlang erklären. Es ist einfach super schön gemacht. Und dieser Aspekt mit der Erweiterung, mit den Waffen, mit den Rüstungen, bringt dem Ganzen einfach nochmal so einen kleinen Kick und ist auch, wie gesagt, zu zweit. Was ich beim ersten so ein bisschen kritisiert hatte, dass zu zweit einfach das Kampfsystem nicht relevant ist, hat diese Erweiterung mir genau das gegeben, was mir eigentlich zu dem Spiel gefehlt hat. Auch wenn ich das Spiel kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen habe, bin ich hier trotzdem ehrlich mit euch. Also das ist jetzt kein, oh, ich habe das Spiel bekommen und das ist so toll. Es ist wirklich meine ehrliche Meinung dazu. Und ich hoffe einfach sehr, dass in der fertigen Version ein richtig schöner Trall ist, den wir selber anmalen können. Da habe ich richtig Bock drauf. Und alle weiteren Infos zu dem Spiel, Instagram-Account von Twisted Strangers und, haue ich euch unten in die Infobox. Und hier verlinke ich euch selbstverständlich das Video zum Grundspiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir zocken jetzt noch eine Runde für die Monsters und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Tschüss!